Die Frage ist doch, funktioniert Unternehmenskommunikation heute überhaupt noch ohne Video? Und wer sich die YouTube-Zahlen der letzten 2, 3 Jahre mal anguckt, wie sich da die Views entwickelt haben, der wird feststellen, es geht gar nicht mehr ohne. Das kann man natürlich locker hochrechnen und dann wird man sehen, wer den Trend verpasst. In 2, 3 Jahren ist der total weg vom Fenster. Da hat sich aber, und da muss man ein bisschen drauf aufpassen, ein bisschen was geändert. Früher, wenn ein Unternehmen eine Botschaft hatte, dann haben die verkündet und wenn das per Video lief, dann hat man zumindest die gute Hoffnung, dass das da draußen auch irgendeinen Empfänger findet. Heute sind die Leute natürlich viel souveräner geworden im Umgang mit Videos und suchen sich das raus, was sie brauchen und ignorieren den Rest einfach. Dazu ist das Angebot auch viel zu groß. Das heißt, man muss viel mehr vom Empfänger her denken. Man muss sich überlegen, welche Informationen braucht der da draußen und muss sein Video gezielt darauf zuschneiden. Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass man authentisch ist, dass es von der Art, von der Machart, von der Glaubwürdigkeit vor allem zum Unternehmen passt. Und wer das berücksichtigt, der hat schon gewonnen.